Wenn wir 55 nicht Weltmeister geworden wären, Volkssport Nummer 1 wäre vielleicht Brennball. Oder Dressurreiten. So eine schöne Vorstellung, oder? 40.000 Leute in der Commerzbank Arena, die so Sachen rufen wie: Lasch ihn um den Gaul! Hör mal, da muss er doch eine Piaffe reiten! Das sieht doch ein Blinder! Wie kann der jetzt den Rembrandt bringen? Der ist doch viel zu alt! Dressurreiten, weißt du? Das sieht für mich so aus, als würden schwule Schornsteinfeger den Acker pflügen. Also, furchtbar. Es gibt für mich, ehrlich gesagt, nur noch eine Sache, die schlimmer ist als Reiten. Beim Reiten zugucken. Nee, da muss ich auch zugeben. Ich bin selber auch Sportart-Fundamentalist. Ja, gibt nichts anderes, was da in Frage kommt. Und ich habe ja wieder gelitten wie ein... Bitte? Nee, hier hinten Ruhe. Ach so. Ja, hier vorne nicht Ruhe, ist richtig. Das ist Männerkommunikation, oder? Hier hinten Ruhe. Hier vorne Lärm. Jawohl. Sehr schön, ich danke. Ist auch so bei McDonald's, ne? Neben dem Seerohr steht auch immer so ein Schild, das haben Sie erfunden, oder? Stopp, hier bestellen. Ich habe gelitten wie ein Tier und wie jedes Jahr natürlich im Winter. Ja, das ist ja für mich vom Fußballerischen her, da gibt es nichts, das ist grauenhaft. Und gerade Wintersport, das finde ich ja so ätzend. Skispringen vor allem. Was ist das denn für ein grotesker Anblick? Magersüchtige Männer. Ja, wenn du mehr als 3 Kilo wiegst, kommst du die Schanze ja gar nicht rauf. Ja. Deshalb brauchen die auch beim Skispringen immer absolute Windstille. Ja. Sonst landen die Jungs im Wald. Ja. Und deinem Unterholz kannst du die lange suchen. Die Äste. Ich glaube, deshalb haben die auch diese knallbunten Anzüge an. Damit man sie im Zweifelsfall noch findet. Oder Eiskunstlauf, das ist für mich ein regelrechter Albtraum. Friseurklone auf Schlittschuhen. Mann! Alleine die Musik. Best of Andrew Lloyd Webber. Ja. Ein Widerspruch in sich. Und da ist immer noch so kalt in der Halle. Da ist immer so kalt. Deshalb haben die auch dieses festgefrorene Lächeln. So. Macht einen ja aggressiv. Ja, also wenn du das guckst, da wirst du doch sauer. Dann guckst du nur in der Hoffnung, dass einer von diesen arroganten Grinsebacken richtig auf die Fresse fliegt. Aber sie tun einem den Gefallen ja nicht, ne? Sondern landen wieder korrekt und dann wieder. Meine Oma hat immer gesagt, wenn Grillwürstchen in der Kühltruhe um ihr Leben tanzen würden, kurz bevor sie gefressen werden, das als Kunstlauf. Was ich mir angesehen habe jetzt bei den Olympischen Winterspielen, das war Curling. Das ist hübsch, muss ich sagen. Curling? Macht Spaß. Wo kann man sonst noch Frauen beim Putzen zusehen? Nee, also, super. Ja.